Und um die ganzen Knacken dann auch wirklich fluchtgerecht montieren zu können, habe ich dann eine Schraube oben eingedreht in die Knacken links und rechts, die ich als Referenzknacken praktisch oder Referenzhalter sozusagen schon mal montiert habe. Habe dann nochmal eine Schnur durchgespannt und dann konnte ich die ganzen Knacken auch einzeln schön fluchtgerecht montieren. Als Tragkonstruktion habe ich dann einfach zwei Schalbretter genommen, die aufs Maß schon geschnitten waren, damit die dann schön auf die Konstruktion drauf passen, die dann oben auf die Knacken aufgeschraubt, und dann hat sich das Ganze nochmal prima ausgesteift. Also da konnte man wirklich dann auch mal draufstehen. Die Knacken, die waren im Abstand alle 60, 70 cm montiert. Also von dem her eine ganz einfache, aber dennoch sehr stabile Konstruktion.